Willkommen zurück zu Trine. Letztes Mal haben wir die Krypter der Verdammten durchquert und diesmal sind wir angekommen in den Burgverliesen. Dieser Ort lässt mich frösteln. Es ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Keine Angst, ich habe mein Schwert und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Ja, unbesiegbar. Leider nein. So, jetzt erstmal das Feuer ein bisschen vom Hals schaffen. Reicht schon. Fast. Stellen wir uns mal den da ran. Die Dieben. Dass hier drüben das holen kann. Jetzt müssen wir hier durch. Feuerspuckendes Skelett. Aber ihr seht, jetzt werden die Dervische etwas komplizierter. Feuer blockiert. Hier sind Plattformen, die wegkippen, wenn man drauf geht. Auch nicht nett. Ja, wir haben inzwischen für unseren Ritter ein Flammenschwert. Was sehr viel Schaden macht, natürlich. Oh, ist sehr schmal, der Vorsprung. Herrlich. Nein!
Ja, da wir schon zwei Planken und zwei Kisten hier erstellen können, schon ein bisschen vorteilhaft. Hier hindurch, hier ist ihr Feuer mit Schaltern, die da höchstwahrscheinlich fiese Fallen auslösen werden. Durchschwimmen. Da sind ein paar Typis. Ist eine kleine Passage, wo wir mit dem Ritter gut beraten sind, weil man hin und wieder Feuerbälle abwehren muss, etc. Diese Seite, die andere Seite. Wir ein Level abgeschafft, wollen wir mal gucken. Der Zauberer hat 3, also wir könnten Würfelplanken aufrüsten. Ich bin für den Würfel. Ivan hat 2, damit können wir leider noch nichts machen. Und er hat, der Ritter hat 2, damit können wir anstürmen, ja, machen wir anstürmen. Ah ja. Hier wieder so ein riesiges Holz. What? Geht
auch nicht. Eine Kiste. Schönes gibt hier. Hier unten geht's weiter. Da sind noch. Hier ist ja. Das Skelett wurde vom Feuer zerstört. Hier ist ein Schalter. Ja. Wahrscheinlich die Tür öffnet. Joop. Kann man sich hochziehen lassen von dem riesigen verdammten Rad und sich hier noch ein paar schöne Sachen holen. Okay. Da ist eine Spinne. Da unten an diesem Speicherpunkt wollen wir uns wieder verabschieden, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Andy. Bis dann.